Die Geschichte Niederösterreichs ist jetzt in einem neuen Buch zusammengefasst erschienen. Niederösterreich, eine Spurensuche, soll auch die Entwicklung dokumentieren und auch einen neuen Zugang zur Landesgeschichte vermitteln. Auf 600 Seiten und 3,8 Kilo. Niederösterreich ist nicht nur das größte Bundesland Österreichs, sondern auch ein sehr facettenreiches, was seine Geschichte, seine Kultur, seine Landschaften und seine Traditionen betrifft. Das neue Buch Niederösterreich, eine Spurensuche hat mehr als 600 Seiten und etwa 1000 Abbildungen. Es will die Fragen beantworten, was dieses Land auszeichnet, was es prägt und was es zu entdecken gibt. Das entspricht auch der Geschichte, die heute nicht mehr sich so an Ereignissen allein orientiert, sondern man sagt, vieles, was gesellschaftlichen Wandel betrifft, was auch unsere Beziehung zur Umwelt betrifft, sind Prozesse, die über lange Zeit laufen. Und ich glaube, ein solches Buch lädt ein, sich diesen größeren Bogen, die größere Erzählung anzusehen. Neben den Bildern gibt es in dem Buch auch zahlreiche Grafiken und Karten. Der Inhalt ist nicht chronologisch, sondern themenbezogen aufgebaut. Der Bogen spannt sich über 6 Kapitel. Von der historischen Entstehung Niederösterreichs als Kernland Österreichs über die gesellschaftlichen, kulturellen Entwicklungen bis über Wirtschaft, den Umgang mit unserer Landschaft bis zu den Zukunftsthemen der Wissenschaft und Forschung. Mehr als 30 Autorinnen und Autoren haben Texte geschrieben. Christian Rapp, ab 1. Jänner wissenschaftlicher Leiter des Hauses der Geschichte, war Mitglied des Redaktionsteams. Er betont vor allem die Bedeutung der 1000 Bilder. Vieles davon ist noch nie publiziert worden, viele sind einfach wahnsinnig schön und gerade auch in der Größe des Formats ist es möglich oder verlockt es geradezu, auch in den Bildern ein bisschen zu lesen, in diese Bilder einzutauchen, und ich glaube, über die einzusteigen, ist jedermann möglich. Das Buch möchte eines sein. Eine Würdigung des Bundeslandes, seiner Größe und seiner Geschichte.